Herzlich willkommen zur nächsten Folge hier in NHL 16 Ultimate Team mit mir, dem Daniel bzw. dem Didi. Wer jetzt schon aufmerksam aufpasst, sieht unten meine Statistik 30, 23, 2. Ist nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Das stelle ich mir viel, viel besser vor. Der Grund ist der, dass ich die Liga, in der ich jetzt bin, das heißt die aktuelle Division ist ja 7, wie man da lesen kann, schon einmal durchgespielt habe. Und nachdem ich noch einen Sieg brauchte, aber alles darauffolgende verloren habe, ich nehme an, das liegt wieder daran, dass ich ein paar bessere Spiele habe, wie ihr gleich sehen werdet. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Stand der Aufnahme ist. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Hier sieht man, die erste Reihe ist natürlich sehr, sehr stark. Die zweite ebenso. Die dritte, Foligno, O'Reilly, Forsberg. Und die vierte Reihe zu Carrillo, Brassard, Franzen. Natürlich auch nochmal eine starke Reihe. Dann Verteidigung. Erstmal im Tor. Unser Goalie, Big Ben Bishop, Jamerson Seabrook, Keith Yandel Girardi und Edler und Dougie Hamilton. Ich habe nämlich einen Legendenspieler gezogen, den es ja jetzt gibt. Und der hat mir 170.000 Münzen gebracht. Da habe ich ein bisschen eingekauft. Ich habe wieder ein bisschen was umgebrochen. Und es werden ja immer gleich starke Gegner gesucht. Und daher werden mir natürlich auch starke Gegner jetzt mit starken Spielern zugelost. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Problem. Trotzdem, die Division konnte ich wenigstens halten. Ich bin nicht abgestiegen. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt auch gut läuft. So, drücken wir auf OK. Und hoffen, dass die Verbindung annehmbar ist. Er drückt auch bereit. Teams sind bestätigt. Kann es auch gleich losgehen. Ja, ich hab's in einer der letzten Wochen schon gesagt. Es ist viel passiert. Ich bin aus Rom wiedergekommen. Das Didi-TV-Video ist online gegangen. Hardy hat bei Pizmeet aufgehört. Das Video ist förmlich eskaliert. 700 Likes, das kriege ich sonst mit 7 Best-Offs zusammen, 250 Kommentare, ich habe sonst 4 bis 5 Kommentare pro Best-Off und nach einem Tag schon 3500 Aufrufe, das habe ich sonst nach einer Woche mit 2 Best-Offs zusammengerechnet. Das heißt, das lief schon sehr, sehr gut und nicht wie in der Saison, die ich gerade eben aufgenommen habe. Lassen wir das nicht weiterlaufen, sondern drücken das mal schnell weg hier, bevor wir es vergessen. Aber wir warten noch auf den Benutzer, denn der hat es noch nicht weggedrückt. Jetzt aber. Oh, Kucherov sieht man da schon. Oh, Perry auf Außen. Und Stahl im Sturm. Dion Phaneuf. Okay, der hat wieder ein ganz ordentliches Team und da müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht. Oh, Johnson. Die Trikots sind irgendwie komisch. So komplett schwarz. Ich weiß nicht, auf was man jetzt so achten muss. Ich weiß nur, als ich vor einer Woche das letzte Mal gespielt habe, bevor es nach Rom ging, habe ich sehr, sehr viele Strafen einfach durch das Spitzchen gekriegt. Und, ja, gut, Kreider. Und diese Direktabnahmen haben sehr, sehr gut geklappt. So, Holtby. Oh, Brayden Holtby. Derek Stepan. Oh, das wäre die Chance gewesen. Direkt so mit dem ersten Fehler. Deswegen stürzen wir uns jetzt hier wieder ins volle Vergnügen. Jamerson, hol ihn dir. Na, dann eben nicht. Wen hat er da gerade? Er ist ganz schön flink. Oh, das gibt die Late Penalty mal wieder. Gegen mich. Schade. Ja, ich habe halt in der Saison gesagt, das hier so ein bisschen das Plauderthema. Ich habe dann doch zur echten NHL ein bisschen was gesagt. Dann werde ich einfach so mal ein bisschen erzählen. Rom war schön, was haben wir gesehen? Katakomben, Vatikan, Kolosseum, antikes Rom, Forum Romanum, die Ausgrabungen und den Strand von Ostia. Wir haben viel gemacht, war eine Kursfahrt. Der Rest wird im Video gesagt, beziehungsweise habe ich schon in der Saison gesagt. Oh, hör auf zu ruckeln hier. Komm. Vernünftig hier. Na, ja, das wäre, glaube ich, abseits gewesen. Bin mir nicht sicher und da könnte ich jetzt Glück haben, dass es geruckelt hat und ich dadurch das Eis hinkriege. Unsere Nummer 30 heute ja nicht Henrik Lundqvist, sondern Ben Bishop. Ein etwas fülligerer Coach hier. Bjugstad hat er da. Im Center und wir Ryan O'Reilly. Mit dem Gewinn. Oh, da macht sich aber Brayden Holtby sowas von dick. Edler. Hält die nicht ganz drin? Doch, nicht. Ruckelt ein bisschen. Sieht noch gut aus. Schön. Edler. Nein. Oh, das war einfach nur ein Verbindungsfehler, dass er den nicht aufgenommen hat. Ping Vorteil. Oh, bloß hin da, ey. Zack, holen. Oh, der hält den auch schon wieder direkt drin. Also, man merkt so ein bisschen die Verbindung, finde ich. Es läuft nicht so, wie ich drücke. Offline ist das schon schöner. So, Jason Spezza. Oh, und wieder Brayden Holtby. Der hält da zu viel. Da mache ich schon diese Schlenzer, wodurch ich immer Gegentore kriege, aber selber gehen sie nicht rein. Jawohl, das habe ich ihm dann auch direkt abgenommen.
Und der spitzelt sehr, sehr gut. Der hat eine gute Verteidigung, Johnny Gaudreau. Beziehungsweise er kann einfach gut verteidigen. Wir müssen aufpassen, dass wir das auch tun, damit er nicht zu viel macht. Aber der weiß, wie er sich die Pucks holen muss und wieder die Strafe. Oh Mann, es geht wieder los. Das ist das, was ich gesagt habe. Bei jedem Spitzchen kriegt man eine Strafe. Und Niklas Stjernvassen geht auf die Strafbank. Aber ich muss auch einfach aufpassen, dass ich das nicht so unnötig mache. Weil dann bin ich selbst schuld. So, Chris Kreider hier. Chris Kreider hier. Und sie. Oh, er hält den aber genau auf der Linie da hinten. Da kann er von mir aus ruhig ein bisschen rumspielen. Oh, den nimmt wieder keiner. Guck mal, der rollt oder der Puck gleitet durch zwei Spieler durch und keiner nimmt ihn. Das ist ja wohl eine Frechheit. Aber was anderes als Ping kann das ja wohl nicht sein, weil offline im Spiel nehmen die sich die Pucks. Guck mal, er hat ja die gleichen Probleme. Ist ja nicht so, dass ich mich rausrede. Er kann die Pücke ja selbst ja auch nicht richtig annehmen. Aber naja, wenn er meint, dass er mit einer Bambusleitung spielen muss, gut, bisher ist es sein Vorteil, weil er führt. Oh, oh, Edler. Das haben wir im Goalie so ein bisschen rausgerückt, habe ich das Gefühl gehabt. Nick Foligno. Nochmal. Oh, aber der Holtby hält doch viel. Ich hoffe, Bishop hält mal. Ach, wir liegen ja gleich zurück. Wir haben ja nur Strafe kassiert. Immer wenn ich eine Strafe kassiere, da habe ich direkt so, weißt du, so ein schlechtes Untergefühl von wegen, wir liegen zurück. Ich habe gerade noch gesagt, wir liegen zurück. Stimmt doch gar nicht. Wir führen jetzt gleich. Oh nein. Oh, das wäre auch zu schön gewesen, wenn das mit Ansage geklappt. So, Chris Cutter, wir haben eine Drücksituation. Nochmal hin. Jawohl. Nein, den konnte ich mir nicht richtig nehmen. Krieg ich jetzt mal? Jawohl. Ich wollte gerade sagen, du. Auf die Bank mit dir. So, Derek Brassard. Gewinn es. Oh, schade. Ah, er hat auch Edler. Oh, den hätte auch fangen können. Da geht Hamilton. Oh, da hat aber einen schnellen Unterzahlspieler drin. Ist, wie man vielleicht schon merken konnte, nicht gerade das Schlechteste. Oh, warum nimmt den denn nicht zu Carello? Egal. Hamilton, hauen rein. Wieder Holtby. So, nicht unnötig stochern. Jawohl, den hat er verkackt. Ah, den kriegt er nicht. Pass kommt. Oh, und wieder nicht der Schuss. Die hüpfen da immer rum. Oh, da habe ich den Falschen gecheckt. Gibt es eine Strafe? Es kann gut sein, dass das eine verzögerte Strafe gibt. Ja. Leicht verfehlt, ey. Scheiße. Dan Girardi. Oh nein, wie ärgerlich. Da zack. Ja, Behinderung, so ein bisschen auf Verdacht gecheckt. Kann ja mal passieren. 4 gegen 4, 41 Sekunden noch. Dann gehen wir 1 Minute und 19 Sekunden in Unterzahl. Jetzt erstmal gewinnen. Schade. 5, Johnson und raus damit. Jamassen. Oh, gewagter Pass. Milan Lucic. Rein da. Oh, geh durch. Holen. Jetzt nur nicht noch eine Strafe kassieren. Wheeler ist da. Unsere, ich glaube, auch Stärke 87. So, Brent Seabrook, Wheeler. Oh, nimm mit, nimm mit. Nimm. Oh Gott. Mann. Das ist ein bisschen ungünstig gerade hier. So, jetzt Wheeler. Wieder nicht. Oh, da hatte ich jetzt aber auch Glück mit der Connection. Also wie gesagt, ich meckere nicht. Nur, dass ich Nachteile habe. Er hat auch so ein paar Nachteile hier mit der Verbindung. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Einmal rum. Und nicht rein. Schade. Jetzt, pass. Nein. Ja, schön erstochert. Jetzt, pass. Schuss, Tor. Nicht. Lucic. Mann. Gut, das ist mit der Rückhand. Aber einfach mal gezielt in den Winkel wäre es doch. So, Dan Girardi direkt nach vorne. Außen vorbei. Immer noch außen vorbei. Immer noch. Pass. Wieder nicht. Jetzt. Oh, Mann. Der muss doch aber auch mal zielen, ganz ehrlich. Ich lenk sogar schon, als wenn ich manuell schießen würde. Und der trifft. Ist Ultimate Team manuell oder automatisch? Keine Ahnung. Ich lenk sogar nach oben links, dass er da hinschießt und er macht es nicht. Obwohl es vielleicht sogar Auto ist hier. So, oh, das war noch gespeichert wegen der Verbindung. Franzen, da geht. Guckt euch an, Derek Brassard. Offline hätte der den hundertprozentig genommen, das sage ich euch. Jetzt schießt du mal direkt. Das klappt auch nicht mit der Verbindung. Egal, wir legen weiter los. Wenn wir irgendwann ein Tor schießen, reicht mir das.
So, Dougie Hamilton. Ja, schön. Machen. Das war leicht schlecht angewendet, dieser Leak. Johan Franzen. Hol ihn und renn. Ey. Jetzt. Denn seht ihr das, wie den einfach keiner nehmen will? Aber auch von ihm nicht. Einfach, weil es ruckelt. Johan Franzen. Matt Zuccarello. Franzen. Jetzt direkt Abnahme. Wieder nicht. Leute, das Pech verfolgt uns weiter. Ich sehe schon. Radim Rabada hat er. Aber ohne diese Internetschwierigkeiten hätte ich schon längst diese Direktabnahmen machen können. Aber da muss die Internetverbindung natürlich so funktionieren, dass das dann auch direkt volle Kanne so abgezogen wird und klappt. So, jetzt erstmal Ryan O'Reilly. Wieder Bullyverlust. Schön Nick Foligno. Tief spielen. Ryan O'Reilly geht hinterher. Läuft hinterher. Nicht ruckeln jetzt. Oh, guck mal. Da zielst du nach oben rechts, willst gegen die Laufrichtung schießen, wie du sonst selber immer die Gegentore kriegst. Und schaffst es selber nicht. Weil er den natürlich genau auf den Goalie zieht. Bam. So. Dritte Pause 0-0. Zwischenzeitlich dachte ich schon, wir liegen zurück. Zwischenzeitlich war es auch so knapp. So dass es auch berechtigt gewesen wäre, dass wir zurückliegen. Die Trikots finde ich gar nicht mal so schlecht von ihm. Wenn es auch komisch aussieht. Das war gut, dass das abgefälscht war. Aber bisher, beide Goalies halten die Null und er kann ruhig drücken. Hätte ich vielleicht auch einfach spielen sollen oder so, aber dann ist auch wieder das Risiko, dass da zwei Spieler stehen. Und Holtby da, der sich ganz breit gemacht hat, vor allem direkt zu Beginn sehr, sehr gut gehalten. Und ich finde, unser Benutzer könnte hier ruhig mal weiterklicken. Wie wär's? Naja, nutzen wir das wieder für Werbung. Twitter, Instagram und Facebook Didi der Denker, beziehungsweise auf Instagram Didi der Denker Official, weil ich da gefaked wurde. Und YouTube kennt er ja, wenn ihr hier seid. Und Teamspeak, ihr wollt mit uns reden, Didi der Denker.voiceserver.me. Jetzt geht's hier aber weiter, er hat gedrückt, Derek Stepan. Zweite Drittel. Und er gewinnt das Bulli. Schön. Wayne Simmons. Ja, die erste Reihe ist gar nicht so aufgefallen. Und kommt auch gegen seine Reihen hier nicht so ganz zur Entfaltung. Wir können keine Spielzüge machen. Das, wo wir uns am meisten mit drauf konzentrieren müssen, ist, dass wir den Puck nicht verlieren. Ja, die Internetverbindung fühlt sich gerade so ein bisschen besser an. Vielleicht hat er da ja rumgewechselt. So, Seabrook. Guck mal, der dreht sich ganz anders. Das hätte locker ein Tor werden können, wenn er sich vernünftig hindreht und den direkt abzieht. So, Jamerson. Jetzt. Oh. Ist aber auch knapp gerade. Das wollte ich jetzt keinem vorwerfen, aber es war halt knapp. Das kann man auch mal sagen. Wo war das eine Strafe? Das will ich mir nochmal angucken. Das bezweifle ich jetzt aber hier. Chris Kreider auf die Bank. Was hat er denn gemacht? Ja, komm beim... Das ist es nämlich. Das andere, was ich hatte in diesem Spiel. Die ersten zwei Strafen waren wenigstens berechtigt. Aber diese hier, ganz ehrlich, finde ich schade. Das unterbricht irgendwie alles. Die letzten Spiele, es war ja nicht mal nur gegen mich. Auch die Gegner hatten teilweise 18 Strafen, weißt du, dann komme ich da mit 19 Strafen an. Man war ja, ja, und dann sowas. Man war ja eigentlich nur noch auf der Strafbank. Er schießt hier so einfach das Tor. Bei mir hätte längst einer reingehen müssen. Ist halt doof. Egal, weiter geht's. Ist immer noch nichts vorbei. Ich habe gerade so ein bisschen auf die Tormusik gehört, aber irgendwie kenne ich die trotzdem nicht. Ist einfach nur so ein bisschen buff, buff, buff. Das war doch gerade wieder zu einfach. Vorne spiele ich die ganze Zeit quer und schieße und entweder klappt's und ich verkacke oder es klappt nicht, weil Internet und so. Und er macht's einmal und trifft natürlich direkt. Ja, was ist das jetzt da? Gib mir doch direkt wieder eine Strafe. Franzen, ah, Zuccarello, ah, hol noch, jetzt, rüber, ja, ein bisschen ungünstig gelaufen, ja, oh. Und dann so ein Schummeltor, dann soll er den von mir aus halten und die anderen gehen rein, oh, dann wäre es wenigstens ein bisschen gerecht, aber jetzt Ausgleich, meine Güte, ist noch nichts verloren, Milan Lucic, kriegt ihn nochmal. Wird gespitzelt. Holt ihn sich.
Nicht nochmal. Schade. Jetzt aber. Jason Spezza. Passt. Ja! Wheeler. Oh, guckt euch an, wie knapp der drin liegt. Schöner Tipp in. Aber so muss das laufen. Endlich klappt mal was. Mann, ich habe mich aufgeregt, dass hier nichts klappt. Und jetzt? Blake Wheeler. Spezza erst langgerannt, ohne selbst den Abschluss zu suchen. Lücke auf und vom Pad, von dem Fußschutz des Pads, springt er noch an den Innenpfosten. Knappe Sache, aber reicht. Boah, endlich mal ein Spiel gedreht. Das ist sonst immer nur gegen mich passiert, weißt du? Ich führe und krieg dann noch 3 oder 4 Gegentore. Wie frustrierend das war. Also, das glaubt er ja auch nicht. So, jetzt halte ich mir auch mal Spezza. Einfach probieren. So, gib mir. Ich mach was draus. Oh, Karl Hägelin, der schnell. Gut, dass er da gecheckt wurde. Oh, der kriegt ihn noch. Da konnte ich ihn leider nicht checken. Oh, gut weggespitzelt. Lucic rausbringen. Am besten noch vorbeigehen da. Oh, da war der schon ziemlich weit nach außen gegangen gerade. Vielleicht hätte ich einfach in der Mitte weiterziehen sollen. So, ich weiß nicht, wie die sich immer lösen und ich kann mich selbst vorne nie absetzen. Ich habe mir sogar versucht, das von denen abzugucken. Sein Ernst. Dann eben so, komm. Das war ja gerade mal... Ich dachte, der läuft voll mit und ich kann querspielen, aber da hat ja gerade nichts geklappt. Aber ich glaube, ich bin auch einfach ein bisschen ungünstig gelaufen. Oh. Brain Holtby wieder mit dem Save. Jetzt. Nein! Ah, das hat schon ein bisschen zu lange gedauert da eben fast. Ach schade, das sind so Chancen, wenn sie reingehen, okay. Wenn nicht, dann ist auch okay, ne? Aber nicht so eine Scheiße, die dann da wieder nicht klappt. So, Icing. Jons klare Nummer. 7:6 Bullies für ihn, aber Derek Steppan am Bullypunkt. Verliert leider trotzdem. So, jetzt hol ihn dir, Wayne Simmons. Nummer 17. Renn. Johnny Gaudreau, die sind kaputt, die durften nicht wechseln. Hamilton, hier. Der braucht ja 3 Sekunden, bis er losrennt. Ich habe die ganze Zeit nur nach vorne gelenkt. Anderes nicht. Jetzt. Heiner! Was? Das war... Ihr habt es in einer der letzten Folgen schon gesehen. Manchmal verzweifle ich selbst viel mehr am Pech als an allem anderen. Oh, wieder nicht rein. So ein Sniper kann... Dann halt so. Ja, jetzt bricht er vielleicht ab. Bei so einem Tor wäre ich auch sehr, sehr angefressen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wer es war. War das mit dem Pass von außen? Nee, Derek Steppan in der Mitte. Hat er den reingetippt? War das ja doch ein ganz schönes Tor? Nee, von da, der Pass. Er hat den Pass gespielt. Durch die Pads, durch die Beine. Alter. Okay, das ist jetzt eigentlich unfair. Aber bei dem, was ich vergeben habe und durch die Verbindung, die eindeutig nicht an mir liegt, was ich schon mit meinen Freunden auf Xbox Live hier getestet habe und was ich auch im Teamspeak an der Ping über das ganze Video lang angezeigt habe. Ich habe keine Drops oder sowas, keinen Paketverlust. Daher den Vorteil, beziehungsweise den Nachteil, den ich da hatte, er hatte ja wahrscheinlich auch keinen Vorteil, habe ich mir zurückerkämpft durch so ein Schummeltor. Hier, der steht ja quasi auf dem Puck und nimmt den nicht, ja? Das sind nämlich die Verbindungsprobleme. Zack, und direkt am Namen werden hier nämlich auch nichts. Weil und so. Ich will aber jetzt nicht die ganze Zeit über die Verbindung reden. Hier, jetzt. Das ist das Nächste, was passieren musste. Endlich kriege ich aber eine Strafe gegen mich. Ne? Powerplay für mich. Dion Phaneuf auf die Bank. Auf die Strafbank, weil bisher hatte ich auch so das Gefühl, ich habe nur kassiert. Das eine Spiel, das war wirklich heftig. Der Gegner 19, nicht so 18 Strafen in einem Spiel. Ich meine, was soll denn das? Aber, ansonsten habe ich halt meistens kassiert. Ich will mir das nicht ganz selbst aus aberkennen, so. Ich spitzel manchmal auch sehr unnötig. Hier, Leute. Offline hätte da wieder hundertprozentig einer gestanden. Aber ich reite ja nicht auf der Internetverbindung rum. Will ich ja gar nicht zu sagen. Lucic, ah, kriegt den da nicht durch. Bisschen zu langsam gewesen, zu lang gedauert. Er bringt ihn raus und ich bringe ihn gleich hoffentlich wieder rein. So, Chris Calder. Na, ein paar Bögen. Na, da waren 3 auf einmal. Das war ungünstig. Und er bringt ihn raus. Komm entgegen. Jawohl. Kreider. Lucic. Oh, links Kreider direkt wieder mit dabei. Den bräuchte ich. Oh. Ein Abpraller an Kreider wäre jetzt schön gewesen. Da habe ich noch den Check ausgeteilt. Der Puck ist in unseren Reihen. Aber das Powerplay ist gleich vorbei. So, Chris Kreider. Einmal vorbei, bitte. Nochmal. Schön. Pass. Rutsch. Ah, schade. Hätte gar nicht so weit nach hinten gesollt, der Pass. Aber egal.
Weiter geht's. 2 Minuten 31 noch in dem Drittel. War doch eine ganz ordentliche Aktion. Wenn die Schüsse mal nicht nur genau auf Mann kommen. Dachte ich da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf, dass ich auch vernünftig ziele. Wäre ja auch ganz gut. Ryan O'Reilly. Gewinnt leider nicht. Und der Pass geht einmal ganz durch. Oh, das wollte ich gar nicht so. Meine Fresse. So, Dan Girardi. Foligno, Forsberg, Ryan O'Reilly. Oho. Ja, jetzt habe ich den selbst rausgespitzelt. Mein Gott. Das war jetzt mein eigener Fehler. Sehe ich auch ein. So. Einmal Schläge angehoben. Gut ist. So, Foligno. Rüber. O'Reilly. Da kommt er. Forsberg. Spielverlagerung. Zack. Oho. Ich sag's euch, das wär's gewesen, ey. Nach rückwärts gerannt und dann selber den Schlagschuss. Schön geholt. Rausgebracht. Oh! Wisst ihr noch, als ich so ein Gegentor gekriegt habe? Da war ich sehr erstaunt. Oh, herrlich. Ja, ansonsten wird die letzte Folge NHL für heute sein. Tut mir leid, wenn so ein bisschen die Luft vielleicht raus ist oder wenn es euch so vorkommt. Ich habe schon 3 Folgen Saison hinter mir. War sehr nervenzerrend, wenn auch nicht schlecht. Trotzdem ist das so 2-3 Stunden am Stück spielen nicht so unbedingt meins. Sonst. Also, weiter geht's. Drittel, das stehen wir jetzt noch durch. Und hoffentlich auch mit Erfolg. Wir haben 2 Tore Vorsprung, aber wie gesagt, wenn wir ein Gegentor kriegen, ist das auch ganz schnell wieder nur ein Tor Abstand und zu spät. Dann haben wir rucki-zucki schon den Ausgleich wieder drin. Und wir müssen jetzt nochmal auf den Benutzer warten, ärgerlich. Werbung habe ich schon gemacht. Was kann man denn noch machen? Was habe ich denn vergessen? Ja, das weiß ich nicht. Es geht weiter. Dann drücken wir auch mal. Kucherov, seine erste Reihe wieder drauf mit Stolland. Ach, Perron war es übrigens nicht. Perry, wie ich am Anfang der Folge sagte. Dion Phaneuf. Ja, aber direkt abgenommen. Das ist das Risiko, wenn man so offensiv geht. Aber das hat sich gelohnt. Leider nicht direkt das Tor gemacht. Spitzchen. Ah, und den hat Braden Holtby hinter seinen Pads gefangen. Einmal wegdrücken. Und weiter geht's. Schade, gute Aktion. Wenn es so weitergeht, irgendeiner geht schon rein. So, die Reihe bleibt auf dem Eis. Weiter geht's. Derek Stepan am Bullypunkt. Gewinnt es. Seabrook. Ah, der hat doch eigentlich einen Schuss. Simmons. Rüber. Da steht er. Nein! Genau so. Und warum schießt er dann auf Mann und nicht genau in die Ecke? Mann. Jede Aktion, die ich so gegen mich kriege, geht rein. Wahrscheinlich gleich nur dieser Schlenzer hier. So, Seabrook. Aufräumen. Nicht so. Der eigene Spieler. Hier, jetzt will er den auch reinpassen. Ist aber geschummelt. Nur weil ich das gemacht habe, musst du das nicht auch machen. Weiter geht's, wegdrücken. Eric Stoll aus der ersten Reihe. Vor. Oh, wenigstens konnte er nicht schießen, aber er kommt letztendlich trotzdem noch zum Schuss. So, blocken. Jandl. Zack. Einmal kurz in den Rückwärtsgang gewechselt auf Wheeler raus. Hat ihn noch. Oh, Girardi, aber sowas von ausgeholt von hinten. War gar nicht geplant, dass der wieder so weit nach hinten gehen soll. Coyle. Jawohl, schön Girardi. Goodrow mit einem sehr harmlosen Schuss. Black Wheeler, oh. Das war aber nah dran am Haken, mein Lieber. Da hast du Glück gehabt, dass du keine Strafe kassiert hast, aber jetzt hat er eine. Wheeler, Lucic. Halten. Nein, er hat er. Ärgerlich, das mit dem Halten hat nicht so gut geklappt, aber 6 gegen 5 nimmt auch viel Platz weg. Machen wir jetzt eben 5 gegen 4 Powerplay. Derek Brassard. Gewinnt leider nicht. Foligno holt ihn sich. Rüber. Da steht er. Und wieder geht so einer nicht rein. Okay, jetzt achten wir darauf, dass wir richtig gut zielen. Wir zielen perfekt, als wenn alles so richtig schön manuell ist. Das machen wir jetzt. Wenn er uns hier hinten rauslässt. Nick Foligno. Zickzack. 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 Pass. Oh. Rüber. Und zielen. Was? Okay, aber
Das war jetzt einfach eine gute Parade. Das andere, das war ja schon fast mittig geschossen immer. Das war ja das Ärgerliche. Oh, und der verpasst den. Da konnte ich gerade aber auch nichts zu, du. Das mit dem Zielen klappt aber. Halten. Nochmal drehen. Nicht ruckeln. Oben rechts. Ah. Im Ansatz gut. Hier, check von hinten. Verbindung, kacke. Oh ja, bring dir selber rein, ey. Würde ich dir so gönnen. So, Goalie, jawohl. Bishop spielt mit. Hamilton, Wheeler. Nicht Wheeler, Kreider. Oh. Oh, das wäre ja zu schön gewesen, hätte er den noch reingemacht. Das wäre aber so ein Alleingang gewesen. Ich mache eigentlich lieber Spielzüge. Das sieht schöner aus. Eishockey ist ein Teamsport. Jeder freut sich, wenn ein Tor fällt. Und genauso darf auch jeder entschießen, der entschießen möchte. Und da darf auch ruhig jeder dran beteiligt sein in einem schönen Spielzug. Oh, da ist er schön vorbeigerannt. Ah, scheiße. Kann man natürlich nicht ahnen, sonst hätte ich mir da vielleicht schon einen kleinen Vorsprung erarbeiten können. Zack. Zack. Na, ich wollte noch einmal rüberspielen und der wäre sowas von sicher drin gewesen. Leute, ich sag's euch, was wäre das für ein perfekter Spielzug gewesen. Da hätte ich die aber so alt aussehen lassen. So mit hinterm Rücken den Pass und so. Nicht? Ja. Ein Deke und der ist drin. Der hält natürlich die Verbindung. Wenn ich durch bin, ist die natürlich wieder weg. Aber okay, wir führen noch mit einem Tor. Weiter geht's, Ryan O'Reilly. Gewinnt das Bulli wieder nicht. Ist nicht so ein starker Bulli-Spieler für uns. Jason Spezza. Wheeler. Oh, oh, oh. Hat er noch? Tief. Jawohl. Lucic. Nochmal tief. Relativ assige Spielweise, aber ich spiele eigentlich nicht auf Zeit. Ich möchte den Puck ja nur sicher halten. Ansonsten fehle ich ihn ja direkt wieder. Also warum nicht tief spielen? Außerdem ist das eine legitime, auch in der Realität angewandte Technik des Ballbesitzes, Puckbesitzes. Toll, habe ich mir hier meine Schlaumeier-Rede selbst versaut. Nicht rüberspielen. Oh, das gibt eine Strafe. Und den Pass konnte ich auch nicht blockieren. Das heißt, leider noch nicht mal einen Vorteil gehabt. Nur Glück gehabt, dass Big Ben Bishop sich big gemacht hat. Wobei er bisher gar nicht mal so big war. Aber trotzdem, ein paar Saves sind ja schon gut mit dabei. Letzte Minuten laufen. Er hat natürlich ein Powerplay heute genutzt. Müssen wir aufpassen und erstmal klären. Brayden Holtby ist da. Den holen wir uns, komm. Alle zurück. Angriff ist zwar die beste Art der Verteidigung. Aber solange wir kein Gegentor kriegen, reicht das ja schon. So, aussteigen lassen. Hier, keine Strafe? Ich dachte, dann sah das nur durch die Verbindung so aus. Mal wieder. Oh, oh. Nicht rauslocken lassen. Hat er zwar gut gemacht. Aber das dürfen wir nicht machen. Ja, jetzt spielt er da schön rum. Und verliert ihn. So, Kreider. Ja, steh auf. Schön. Rüber. Ah, oh, komm nicht an. Foligno. Oh, der ist gut in Unterzahl. Auch schon die Folgen davor. Der ackert da vorne wie sonst was. Und holt sie sich. Nochmal. Ah ja. Aber gut blockiert einfach. Auch wenn er ihn letztendlich nicht gekriegt hat. Wertvolle Zeit. Knapp über 4 Minuten noch. Schön, Jamerson. Wheeler. Los geht's. Links Milan Lucic kriegt ihn nicht. Schade. Wheeler direkt mit zurück. Komm. Oh, der fliegt raus. Ja. Die Spieler zeigen nach oben. Vierte Reihe kommt drauf. Die ist ja auch nicht schlecht. Und wir drücken weiter. Und halten hier die letzten 3 Minuten 33 im dritten Drittel. Was eine Zahl. So, Jamerson verliert ihn. Ärgerlich, nicht in die Mitte spielen lassen. Seabrook ist da. Oh, verliert ihn wieder. Trotzdem, wir stehen in der Mitte. Ja, da standen 2 Spieler davor. Er checkt ihn von hinten. Egal, Franzen hat ihn noch. Erstmal vorbei. Und rausbringen. Nicht alles alleine. Rosada, kommt direkt der Pass. Er kommt rüber. Oh, und der verpasst den. Das gibt's nicht. Komm, wir sind da zu zweit. Ja. Haben wir noch? Haben wir noch? Oben links. Oh, zu gut gezielt. Zu viel oben links. So, was machen wir? Was machen wir? Zeigt euch. Schön. Oben rechts. Oh! Das ist gut, wenn ich das ansage. Dann konzentriere ich mich auch darauf, das richtig zu lenken. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Das eben war so eine Chance. Ist okay, dass er den gehalten hat. Da will ich gar nicht meckern. Kann man ja auch mal halten. Seht ihr, da habe ich nicht angesagt, wo ich hinschieße. Das war einfach mittig. Aber es läuft, Jungs und Mädels. Es läuft.
Es fängt an zu laufen. Das ist wie gesagt das erste Spiel in Division 7, nachdem ich ja mich in der einen Division so gerettet habe. Und wieder. Dass es Bulli nicht wirklich klappt. Weg. Jawohl. Oh. Wäre zu schön gewesen, wenn er den annimmt. Keul. Oh, kommt er durch. Jetzt kann ich ruhig eine Strafe riskieren, nur kein Gegentor. Schön, Bishop. Blocker ist da. Raus. Schön. Kreider, Kreider, Kreider. Raus. Nicht so. Abseits. Sehr gut. Oh, da mache ich es mir selber wieder noch spannend. Scheiße. Aber egal. Bulli gewinnen und das Ding ist fast durch. Aber wieder nicht. O'Reilly und Spezza bei den Nummer 90. Nicht gerade das Beste, wenn es um Bullies geht. Wheeler hält ihn erstmal. Ja, auch wenn es Abseitswarnung ist. Da brennt nichts mehr an. Der Pass kommt nochmal. Ich wollte nochmal spielen. Oh, wie schön wäre das gewesen. Aber gewonnen. Alles, was zählt. Über eine halbe Stunde hier wieder. Das ist doch schön. So startet man gerne. Es war ein spannendes Spiel. Letztendlich denke ich, dass der Sieg verdient war. Das war doch mal wieder ein schönes Spiel. Wenigstens für die Folgen. Wenigstens für euch, für YouTube. Haben wir vernünftige Spiele. Kann ich mir dann privat wieder in die Hose scheißen, wenn ich das Pech gefressen habe. Ja, gucken wir nochmal kurz auf unser Startbildschirm. Aber viel mehr gibt es auch gar nicht mehr zu sagen. Dienstag, Donnerstag um 19 Uhr jeweils. Kommt eine Ultimate-Team-Folge. Da war ich gerade ein bisschen abgelenkt, denn PK Subin, Player of the Game, sieht man da. Jetzt aber, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!